Hallo zusammen, hier ist 80 und wir spielen heute wieder eine Runde Dragon's Dogma 2. Die zweite Runde, um genau zu sein. In der letzten Folge haben wir angefangen, das Spiel zu spielen mit diesem netten, adretten jungen Herrn, dem das Herz vom Drachen geklaut wurde, dem alten Ramontiker. Und ja, wir sind hier in dieser Stadt angekommen. Melv heißt die, glaube ich. Und die ist kürzlich vom Drachen ja, attackiert worden. Und dabei habe ich die Erinnerung zurückerlangt, dass der Drache mir das Herz rausgerissen hat. So, und wir sollen jetzt hier einen Lennart treffen, wahrscheinlich in diesem Gebäude, was die Taverne ist. Aber bevor wir das tun, ich wurde gerade vom Porn What are you aufmerksam doing? gemacht. We've not been given leave to rest yet. Ja, okay. Dass hier eine Leiter ist. Und die Leitern sind ja dafür da, um hochzuklettern. Deswegen machen wir das mal. Außerdem können wir auch mal schön in die Ferne gucken. So. Ist das da? Kupfererz. Okay. So, Vorsicht, nicht wieder hier runterpurzeln. Letztes Mal ist mein Pawn, meine Hauptvasallin Kitty, da runtergepurzelt. Das wollen wir bitte nicht nochmal. Okay, hier sieht man jede Menge nix. Andere Seite auch jede Menge nix. Okay. Ich bin mir auch noch nicht so sicher, aber hier geht es noch jetzt hoch und runter. Ich bin mir nicht so sicher, ob es sich lohnt, diese Sachen alle so zu erkunden. Ob sich da was ist. Uff. Meine Güte, der geht aber My pack's grown rather heavy. langsam hier hoch. If you've anything edible, I'll gladly lessen your burden. So. Oh, ein Bogen. Moment. Ich kann ja, glaube ich, so wenn ich mich recht entsinne, die Ausrüstung meiner Pawns nicht verändern, richtig? Außer natürlich Kilrathia. Aber Eagle zum Beispiel hat einen Bogen. Und den kann ich auch nicht verändern, weil hier sonst kein Bogen drin ist. Genau, achso, der ist nur für mich, aber nur für Ranger eben. Okay. Moment, ich habe ja hier diesen Superior-Stab. Der Vorbesteller Bonus war, den haben wir jetzt auch mal equipped, alles klar. Sieht auch viel schöner aus. So. Das war, also da hast du diese Treppbahn auch schon bessere Tage gesehen. Ah! Ob das wohl das Gerät war, was den Greifen abgeschossen hat, an dem ich vorbei gekommen bin? Ja, ich glaube schon. Und dann ist er abgestürzt. Dann müsste er ja ungefähr irgendwo It da is a in der Richtung powerful weapon. abgestürzt A sein. single bolt loosed from it would carry tremendous lethal Und force. ich bin ja auch, glaube ich, Haha. jedenfalls. I can think of all manner of uses for a contraption such as this. Might we Die not sabbeln wirklich attract relativ our viel. enemies? Ich glaube, bei der Brücke bin ich auch gerade gelaufen, ne? Was heißt gerade? Also in der letzten Folge. Und ja, gut. Wie dem auch sei, hier kann ich nichts machen. Wir gehen wieder runter. So. Und hier konnte man ja noch weiter runtergehen. Dann kann ich mir die Leiter sparen. Die Leiter ist ja wahrscheinlich eine Todesfalle für Pawns. Wenn ich weiß, wovon ich rede, Kilrathia hat es geschafft in der letzten Folge, da bin ich so eine Klippe, da bin ich langsam und vorsichtig runtergelaufen. Und die ist einfach runtergefallen, war dann tot. Also nicht wirklich tot, sondern nur so gedownt. Ich konnte sie wieder aufheben, aber ja, war This halt auch might be irgendwie worth a blöd. read. A thorough perusal might reveal aught of interest. Ja. Die reden schon viel. Und jetzt sind da auch Ausrufezeichen auf der Minimap. Eins ist hier. Das wäre hier hinter was. Aber hier ist nichts. Könnte auch oben gewesen sein, was gemeint ist. Ist ein bisschen grob, die Minimap an der Stelle. Aber da steht was. Oh, have you some business with the apothecary, sir? Dreadful sorry if I was in your way. Du warst nicht im Weg, alles gut. Oh, no, I'm not lost or not, sir. You needn't worry yourself on my account. I'm an apothecary in training, you see. My family runs a little shop in Vernworth. So when I heard tell of a medicine only to be found in this village, I thought I'd come and fetch some for us. Made the journey all by myself as well, if you can believe it. Ganz alleine von der Fernworth, das ist glaube ich ja die Hauptstadt, in der wir noch nicht waren. Sie ganz alleine hier rübergelaufen. But, Okay. well, as luck would have it, I've not enough gold for the medicine. Hm. It will be a shame to return Ja. empty-handed after coming all this way.
But what more can I do? Ja, ich habe keine Ahnung, was du noch machen könntest. Was? Ich soll helfen? What? You'd do that? You'd get the medicine for me. Das kommt darauf an, was sie kostet, junge Dame. If you're really sure, oh sir, I'd be most grateful. Mhm. Seems my luck's not as rotten as I thought. I'll wait right here for your return, sir. And many thanks for your kindness. We could make the fruit robberant ourselves, or simply purchase some at Rune's apothecary. Ach, man kann das selber. Kann das selber craften. Okay. Gucken wir nochmal. Escape drücken. Das ging noch irgendwie so, ne? Oder auch nicht. Items. Wie konnte man noch gleich craften? Ach, das ging, glaube ich, nur. Ging das vielleicht nur beim Schlafen? Am Camp oder so? Also in der Taverne in meinem Fall. Gecampt habe ich ja noch nicht. Hier, das ist sehr unruhig, dieses Hintergrundbild, was ja ganz schön aussieht, weil es eine schön gemalte Karte ist, aber den ganzen Kram hier drauf, das wirkt alles recht etwas unruhig, so muss ich sagen. So, hier kann man aber auf jeden Fall nichts craften. Guck mal eben hier. Ne. Go to Items Menü. Achso, ja gut. Shift Combine. Ah! Aha. Use Rezept. Habe ich ein Rezept dafür? Boah, was war das denn, was sie jetzt haben wollte? Irgendwas mit Salubrious, oder? Aber da gibt es ganz viele von. Ne, ist alles das gleiche. Salubrious Draught. A Nourishing Restorative. Ja, das ist ja eigentlich im Grunde genommen nur das, was ich schon die ganze Zeit gecraftet habe. Ich mache mal hier nochmal drei. Kann ich jetzt mit der Mädchen reden und dann habe ich das, oder? Heal. Nee, Fruit Roborant. Nee, habe ich leider nicht. Fruchtmedizin. Cancel the delivery, yes. Ja, ja, ist gut, ist gut, ist gut. Gucken wir nochmal rein in das Fruit Roborant. Ich glaube, das gab es hier nicht. Das ist also ein Rezept, was wir noch nicht haben. Das können wir kaufen oder finden. Vielleicht ist das auch nur eine Frucht oder sowas. Das ist ein Laden. Hey! Ah, well met. Here for some fruit roborant, are we? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, was ein roborant ist. Talk. Between you and me, guys, they're mighty easy to make. Simple as combining the ingredients, if you know what they are. Ja, okay. Was sind denn die Ingredients? Das sagt er nicht. Verdammt! Ach, guck mal da, der hat auch Waffen. Auch einen Stab zum Beispiel. Der ist aber schlechter als der, den ich habe. Aha. So. Auch jede Menge Rüstung. Da muss ich auch mal überlegen. Die haben 3000 Gold. Mal überlegen. Es gibt Defense und Magic Defense und Resistances. Aber was würde mich denn daran theoretisch hindern? Achso, einige Rüstung ist nur für bestimmte Klassen. Also ich kann jetzt nicht sagen, ich will jetzt hier eine Kettenrüstung haben, obwohl ich ein Zauberer bin. Okay, finde ich in Ordnung. Kann ich mitleben. So, hier ist ein Fruit Roborant. Da würde ich ja lieber wissen, was es, wie man das macht. Ein Pellet. So, so. Ja, gut. Ich guck mal. Vielleicht finde ich ja irgendwann mal noch. Kann auch Sachen verkaufen. Aber ich weiß ja noch gar nicht, was ich alles noch so wirklich brauche, ne? Das Miners-Shirt, das können wir mal weg. Jawohl. Der normale Stab kann auch weg. Den Bogen brauche ich auch nicht. Und den Rest behalten wir. Gut. Tschüss. Do come again. Ja, vielleicht. No purchases to be made today, I see. Nee, aber wenn man es verkauft. Oh. Jetzt ist die Frage, darf man hier einfach Sachen klauen so? Ich meine, er sieht das ja jetzt nicht, ne? Hinter den Dings. Ja, gut. So, doofe Pflanze drin. Okay, tschüssi. Schnell raus, dem ich das geklaut habe hier. So.
There's a ladder here. Denn ja, ich weiß, das ist eine Leiter. New discoveries await us above. So. Well met. You're the one who saved Ulrika's life, aren't you? Ja. Glaube schon. Ach so. She told me all about it. It was a very brave thing you did. Gern geschehen. Your debt. Ulrika's as good as my daughter. Here, consider this a small token of my gratitude. Now tell me, gut. Are you registered with a guild? Nein. Perhaps you already know this, but registering with a guild will grant you access to specialized training, okay, which comes in very useful when pursuing a vocation. Well now, that won't do. You need only speak with the innkeeper to register. Go on, it will only take a moment. If there is aught you wish to know of vocations, mayhap I can advise you. Ja gut, aber ich bin doch schon Magier, oder nicht? Muss ich jetzt nochmal in eine Gilde eintreten für Magier? It is a vocation for those who seek to master the mystical arts. Magic. Mages can cast a wide array of offensive spells and aid their allies with magical support. However, the more powerful the spell, the longer one must spend incanting it. Da bin ich mir noch gar nicht so, das gefällt mir nicht so ganz, muss ich gestehen. Dieses Incanten, also dieses Casten, das lange und dann die etwas merkwürdige Steuerung dabei, das gefällt mir nicht so gut. A mage is unlikely to last long on the field of battle without allies to protect them. Okay. Should you dedicate yourself to a vocation, you will find that new paths to master will open up to you over time. Try them as you like. Okay. Very well. There is no wrong choice in any case. It is entirely up to you which vocation you adopt. But I shan't take up any more of your time. Pray, be well. The Master's Teaching. Ah, das ist das stärkste. The Master's Teaching ist das stärkste Skill, was man in einer Vocation lernen kann, okay? Man braucht ein spezialisiertes Buch. Okay. Muss aber auch einen hohen Rang haben in der Vocation. Moment long awaited. I knew it was only a matter of time before your skills reached a new height. Okay. Ah, they do say good things come to those who wait. Okay. So. So, das ist der Innkeeper. Oh, Kirathia ist auch Level 6. Sehr schön. So, wir reden jetzt mit den Kollegen. We also offer changes of vocation for those who seek it. Dass das hier der Tavernenmeister macht, ist irgendwie auch ein bisschen merkwürdig. I get so few customers, you see, that I can manage both roles myself. Ja, okay. But enough about me. Did you need something? Ja, das weiß ich nicht. Brauche ich was? So, Rasten wäre sowieso eine gute 1500 Goldstücke. Alter Schwede. Vocation Guild. Nö, das ist einfach nur ein anderes Wort für, hier kannst du trainieren. Okay, ist jetzt nicht wie bei Skyrim, dass es da verschiedene Gilden gibt oder sowas. Verstehe. So. Oha, oha, hier gibt es jetzt ganz viel mehr. Jetzt kann ich auch ein Ice Boon oder ein Lightning Boon meinen Kollegen geben. Das ist sicherlich mal nicht verkehrt, langfristig. Ich will aber dieses Levin jetzt mal lernen, weil das mit dem Blitzschlägen, das scheint mir eine coole Sache zu sein. So. Ja, auf die Space, das ist okay. Core Skills. Oh, oho, oho, oho. Ach, hier kann man sehen, ah, hier sieht man halt, was man schon für Vocations hat. Ich bin Rang 2 Magier von 4, 6, 8, 9? Naja, wahrscheinlich 10, ich habe mich wahrscheinlich verzählt. Und da kann ich auch recht sehen, wie es aussehen würde, wenn ich da so rumlaufen würde. Okay, cool. Und was es für Skills gibt. So, Waffenskills, da sind hier gerade ein paar dazugekommen. Wahrscheinlich mit steigendem Level kommen welche dazu. 4 kann ich auf einen Schlag mitnehmen anscheinend. Core Skills. Da habe ich Fires a Condensed Magical Burst that differs based on Active Enchantment. Active Enchantment? Das habe ich ja schon eigentlich. Aber das heißt nicht Focus Bolt gerade. Das Quick Spell. Ah, Greatly Hastens. Okay. Okay, das nehmen wir doch mal. Ja, kostet Stamina das Casten dann. Okay. Focused Bolt. Ich habe jetzt, kann man das irgendwo nochmal sehen? Welchen Bolt ich habe? Nicht so richtig.
Ja, gut, aber ich sag mal, langfristig muss man noch alles kaufen, ne? Komm. Bumm. So, das kann ich mir jetzt nicht mehr leisten. Apotropaism. Bekomme ich mehr Magicka Defense? Ja, okay, ist jetzt auch nicht ganz so wichtig im Augenblick. Kirathia, da muss ich jetzt auch was machen, ne? Das passiert auch nicht von alleine. Ich muss sie auch quasi. Cool, das ist schon mal gut. Da kann sie auch Gegner in der Luft so ein bisschen. Das ist auch gut. Shield Summons. Ja, das sieht auch gut aus. Das nimmt sie mal. So ein richtiges Tank-Skill, das wollen wir haben, jawohl. Wohin das kommt, ist ja gerade egal eigentlich, ne? Airwurzel, er nimmt auch Shield Bash mal. Off Balance ist gut. Worauf es kommt, ist eigentlich egal. Jetzt gucken wir mal eben, was es hier gibt. True Deflect. Ja, das hört sich gut an. Ich nehme an, das benutzt sie dann auch alles so irgendwie. So, das können wir nicht. Das ist natürlich gut. Metal augments your physical defense. Ja, das ist natürlich wichtig für sie, aber kann sie sich halt noch nicht leisten. Ist okay. Das ist okay. So. Sie nutzt das ja hoffentlich alleine. So, mehr wollen wir hier von ihm jetzt nicht. Wir rasten, weil wir alle schon ziemlich kaputt sind. Ja. Till morning. You shan't hear me complain about an early repose. Ja. Okay. Your pawn has returned from beyond the rift. Okay. Ach. Ach. Okay. Travelogue. Sie erzählt mir jetzt, dass der Arisen, dem sie gedient hat, unruhig war irgendwie quasi, ne? Ist öfter umgeworfen worden, als sie zählen könnte. Oh nein, ich hab's ja geklickt. Mist. Oh, da war aber jemand nett zu mir und hat mir Sachen geschickt. Nehme ich alles gerne. Danke, danke. Give all to 80. Das passt schon. Ah, das sind die, mit denen sie unterwegs ist. Pawn traveled with Saya, Donna, Odette und Gwen. Okay. Und einer hat ein Dings nach oben gemacht und Odette und Gwen haben ein Herzchen gegeben und das sie als Favoritin reingespeichert. Ja, danke schön. Im Namen von Kitty sage ich Dankeschön. Close. Select a new pawn. Set a new pawn quest. Ja, warum nicht? Ach, request for other player. Was haben wir denn da? Jetzt können wir eine Quest festsetzen, die dann der Spieler erfüllen kann, wenn er oder sie mit Kitty durch die Gegend läuft. Mit Kirathia. Entweder ein Item bekommen oder ein Pawn Badge. Was ist denn Pawn Badge? Ja, keine Ahnung. Set a Pawn Quest. Confirm. Geht nicht. Wissen wir nicht, was es ist. Acquire Item. Dann sagen wir jetzt ein Item. Und zwar irgendwas Einfaches. Nee, das sind aber alles komplizierte Sachen, ne? Würde ich mal sagen. Hä? Ja gut. Ja gut, da weiß ich auch noch gar nicht, was ist das denn alles, ne? Phantomessenz. Weil ich weiß auch nicht, was bedeutet denn hier diese Zahlen da drunter? Das erste ist ein Herz, das bin ich, 2. Kirathia ist die blaue Hand, glaube ich, 0. Und das sind die beiden, die beiden Hände danach sind die ich dabei habe, 2. Zum Beispiel hat anscheinend eine von den Pawns, die ich jetzt habe, 2 von diesen Beast Skins. Okay. Ja, gut, ich habe keine Ahnung, ne? Also, das lassen wir dann doch mal lieber. Bevor wir noch nicht so genau wissen. Incautious in my travels this time. A horde of goblins got the better of me. Sie ist von Goblins besiegt worden, was? Mathia, was ist da los? Now we've the vim to tackle the day ahead. Ja. Off we go then. Feeling rested, I trust. So, hier ist also, hier haben wir quasi genächtigt. Hier kann man. I suppose there can be no harm in bringing this along. Ja. We'll find a use for it, I'm sure. Ich hätte jetzt gedacht, das wäre vielleicht meine eigene Kiste irgendwie, wo ich nochmal dran gehen kann. Oh,
Hier gibt's den Hinterausgang. Zack. Nun Blum. Okay. Da oben komme ich her, alles klar. Habe ich eigentlich, habe ich noch eine Quest? Noch nicht, ne? Irgendwie. Oh. So this is where you've been. Ja. Come with me to the village entrance. The Watchhead's waiting for you. Ach ja, richtig. Die wollten mit mir zur Hauptstadt. Let us speak with everyone we can think of who might know aught of use. Ja. Ich wollte gerade sagen, ich habe ja keine Quest mehr. Ich weiß nicht, was ich tun soll, aber stimmt gar nicht. Ich habe eine Quest. Was ist los? Ist das du, Norbert? Ja, ich bin nicht Norbert. Ich bin Albert. Fast, also relativ nah dran. I got my hopes up for naught. Wait, listen. Would you be willing to search for my brother? Aber sicher, wenn ich darf und nicht jetzt zur Hauptstadt muss. Brave fool said he was going to look for herbs and went off into the forest. I've seen no sign of him since. Mhm. I'd go and search for him myself, only it is a dangerous place. Understand? Verstehe ich vollkommen. I'm not afraid of monsters. Which would hardly help anything if I were to run in there unprepared and get myself hurt now, would it? Ja, ist richtig. Da gucken Sie mich an. Ich bin ein strahlender Held. Das ist ein Job für mich. You go in my place. You look like you could manage those woods better than I. Das ist absolut gelogen. Sieh mich an, Kollege. Aber ich mach's trotzdem. Please, sir. I worry for you, brother. Klar, Sie ja. Accept. Many thanks. Right. As for where I think he's gone. Ja. Go into the forest and turn when you reach the tree with the bird's nest, keeping the cliff to your right. Das muss ich mir, soll ich mir das aufschreiben? Ich soll in den Wald gehen. Da wäre schon mal die Frage, welche Richtung denn? Und dann zum Baum mit dem Vogelnest und soll die Klippe auf meiner rechten. Nein, richtig, richtig. I can see the route in my mind's eye, but my feet know it better than I do. I don't think I could plot it on a map. And it's hard to describe. Ja. Und jetzt? But my brother and I are the only ones who use that path to my knowledge. I suppose there's only one thing for him. Du musst mitkommen. I'll have to show you the way. Richtig. Just be alert. The monsters of the forest have changed since the dragon's attack. Okay. I'll need you to watch over me. Keep me safe. You will. Ja, sicher. Right. In we go then. My life's in your hands, friend. Gut. Ja. Ja, ja, ja. So. Hinterherlaufen. Jetzt laufen wir natürlich an vielen anderen Kram hier vorbei, aber ist halt eben so. Das ist wahrscheinlich auch wieder so eine zeitsensitive Geschichte hier. Deswegen, was soll ich machen? Laufen wir mal an dem vorbei. Das sind doch Banditen oder sowas. Nee, achso, das sind glaube ich die, die auf mich warten. Kann das sein? Ich hoffe, ich löse jetzt nichts aus. Ach, da sind die. Shit. Good timing too. Ja, das ist jetzt gerade schlecht. First and foremost, will you accompany me to the capital? Ja, aber nicht jetzt. My thanks. Are you ready to depart or do you need some time to prepare? Some time, bitte. Eine Zeit. Very well. Speak with me once you've finished. Okay, ja. Mhm. Super. Bis später. So. I've just had a thought. Ja. Every master I've ever served has favored different tactics. One party I joined consisted only of ranged specialists. Mm-hmm. Now there's a thought. Achso, da kommt jetzt nicht noch was? Okay. Was mit dem? I'll carefully conserve my strength and endeavor to survive every battle by way of sound strategy. Ja, ist okay. Nein, nein, ich will dich nicht anheuern. Danke. Ich will dich gar nicht anheuern. Könnt ihr irgendwie vielleicht vorgehen, meine Freunde? Nicht so machen? Go. Dann laufen sie vor. Das finde ich gut. Weiß nicht, ob es so clever ist, wenn der Bogenschütze vorläuft, aber... A fine place to harvest some ingredients. Ja, we can pick some now and use them when the need arises. Ja. Der ist aber weit gelaufen. Ja. Bin mir ziemlich sicher, dass wir diese Gegend schon im Trailer mal gesehen haben hier. Oh, da ist irgendwas. Halt, stopp. This is generally used as a material. Ein Apfel. Different combinations of materials. Ach, von dem sind wir doch gekommen, oder? diesen Durchgang kennen wir doch.
Ja, man hat halt nicht unendlich viel Stamina. Das heißt, ich kann nicht die ganze Zeit sprinten oder so. Man muss halt laufen. Gehen. And before I forget, the pawns in this party are... This is a good spot. Let's stop here a moment. Ja. I've camped here with my brother many a time. Ach so. No doubt he caught his breath here before moving on, same as us. Okay. Und jetzt? Sollen wir hier warten, oder wie? Oh, da ist ein Backpack. Sie hat gerade gesagt, wir werden nur Frauen in der Party, das stimmt. Modest camp very heavy. Oh, shit. kann ich jetzt irgendwie sagen... Beispielsweise dieses Backpack, was 7 Kilo wiegt, give Kirathia. Alles klar. Bin immer noch heavy. Ist das schlimm, wenn ich heavy bin? Gefühlt habe ich jetzt nicht so... Achso, kann ich der jetzt auch sagen... Oh shit. Entschuldigung, mit der Steuerung bin ich noch am Lernen hier. Die kann nichts abgeben. Cancel. Aber den Apfel, den kann sie abgeben an Kirathia. Okidoki. Das bedeutet, was wiegt denn hier? Kann ich das irgendwie filtern oder sortieren nach Gewicht? Optimized. Was heißt denn? Oh, schon wieder. Verklickt. Was heißt denn optimized? Ah. Ja gut, die Kleidung wiegt am meisten, die Laterne danach und dann kommt schon Fleisch. Rotten. Uah. Weg. Nein, Rechtsklick war nicht richtig. Linksklick. Discard. Aged Shorefish. Nee. Discard. Ach du Schande, was ist denn alles mit dir? Also, das sieht kacke aus, ne? Ich glaube, heißt das... Moment. Sehen die normalerweise so aus, die Früchte, oder sehen die so aus, weil die schon irgendwie vergammelig sind? Das ist ja alles schon total gammelig. Rotten Apple. Das geht ja super schnell. Okay. Was bringt das denn eigentlich, wenn ich... Achso, Bit of Health, okay. Dann, ja, dann kombinieren wir wieder. Und zwar diesen wunderbaren Apfel mit diesem Kram. Denn ich hoffe mal, dass diese Zauber-Potions nicht schlecht werden. Wicking Remedy. Mhm. Aha. So. Ach, guck mal da. Fruit Reborant. Dried Fruit und Morning Tide. Zack. Habe ich jetzt auch das Rezept? Ja, habe ich. Da steht noch ein Fragezeichen dran, aus welchem Grund noch immer, aber... ach so. Mhm. Okay, cool. Ja gut, hätte ich gerade mal wissen sollen. Aber ich komme ja bestimmt nochmal zurück. So, ach, der Kram liegt jetzt auch echt hier rum. Okay. So. Sollen wir jetzt mal weitergehen? Follow me. Ja. We ought press on. Let's do it before my brother. Ja. Ja, wohin denn jetzt? Du musst auch schon vorlaufen. Ich weiß noch nicht, wo es lang geht. Wahrscheinlich hier hoch, ne? Klippe auf der rechten Seite. Da oben ist jemand. Ach, er läuft jetzt auch vor. Okay. Ich glaube, da oben wird gefightet, ne? Oh, da müssen wir hin. We're higher up than I'd thought. Ja. We shan't fall if we remain calm and watch our footing. Achtung, Achtung. So. Freshly rested as we are, this battle ought to be in our favor. Try not to get hit. Let's do that boom go to work. Zack. Klick, 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 klick. Ja, muss schon darauf achten. Es ist schon so, dass das lange dauert, ne, das Casten. Aber ist ja auch so. Soll ja auch so sein, ne? 300 Gold. Aber hatten die nicht gerade jemanden, mit dem die gekämpft haben? One might confidently call that a resounding victory. Ja. No doubt this triumph will spur us into the next. Na gut. Boah, Berg hochsteigen ist auch wirklich langsamer. Da fühle ich mich schon alt, wenn ich sehe, wie er hier sich abmüht. Naja. Aber war da nicht gerade jemand am Kämpfen? Zerstörbare Brücken. Oh, Äpfel. So.
Für den Apfel müssen wir kurz anhalten. Ach, da oben war es eine Brücke gewesen, alles klar. Ich hätte gern so ein Field of View, die etwas höher ist als diese 90% oder was das sind. Ich fühle mich so, als hätte ich so Pferdescheuklappen auf irgendwie. Aber es gibt da keinen Regler für den Optionen. Deswegen ist das irgendwie so. Schade eigentlich. Wie weit muss ich denn laufen? Das muss ich ja gleich auch alles zurücklaufen. Es gibt ja keinen Fast Travel. Oh, hier wird gefahren. Kamera. I need help. Ja, alles klar. Norbert! Norbert! No sense letting the enemy gain the upper hand. The early griffin gets the worm, as they say. Okay, das bringt gar nichts. So. This one's ours, and make no mistake. I thought I was done for. Ja, Norbert. Ah, it was a near thing. How are you feeling? I think I'll be all right. But if you hadn't come for me, I... Thanks, Ian. Save your thanks, Norbert. I'm your brother. And I ought to have come sooner. Mhm. Schade, dass man die Kamera nicht bewegen kann, während man mit denen spricht. From where I'm standing, all that matters is that you made it in time. Anyway... I'm eager to be rid of this place. Let's return to the village, shall we? The sooner the better. I've got to deliver these medicinal herbs to the people who need them. Gut. Ah, you'll hear no complaints from me. Let's be off then. It is our duty to protect our charge from harm. So. Tja, oh shit. Ich wollte das als Prioritätsquest machen. So, muss angedrückt halten. Das heißt, er fährt zurücklatschen jetzt, oder wie? Dann machen wir so ein Heilding, haben wir mal raus. Also ich weiß noch nicht, ob ich mit diesen langen Zauberzeiten, ob ich mich damit anfreunden kann, wenn ich ganz ehrlich bin. Ich habe mir das Gefühl, wenn ich dann fertig bin, sind die Kämpfe schon vorbei. Gut, kann man da nicht den Wolf irgendwie, kann man damit was machen, häuten oder so? Ne, den? No. Den? Nein. Also wir müssen zurück jetzt, ne? Das Schwert-Symbol auf der Minimap sagt das ja auch an. Ach. Bergablaufen ist viel angenehmer als bergauflaufen. Destructible Bridges. Keine Ahnung. Master, my heart knows no greater peace than when I'm by your side. Ja, ist okay. Also ich glaube, ich muss auch mal langfristig gucken, ob mir die Pawns nicht zu viel quatschen. Ich habe schon die Untertitel über den Köpfen weggemacht. Also sind ja keine Untertitel dann, aber ihr wisst, was ich meine. Weil ich da dachte mal, das wäre was Wichtiges, aber es war ja nicht, ist ja nichts Wichtiges, wenn die sowas sagen wie gerade. Oh. Deswegen, ja. Aber es lenkt schon ein bisschen ab, immer das ständige Quatsche. Und wenn es sich dann auch noch wiederholt, dann, naja. Aber auch krass, dass das Camping-Kit so schwer ist, ne? Ist das der richtige Weg? Ja, ich glaube schon. Ja, man ist schon unglaublich gewohnt, dass es irgendwelche Fast-Travel-Möglichkeiten gibt, sich einfach zurück zu teleportieren oder sowas. Dass einem das jetzt hier schon sehr lang vorkommt, dieses durch die Gegend laufen. Aber, ja gut, Pferde gibt es wohl nicht, das hat man im Trailer auch nie gesehen. Also zum Selbstnutzen, so. War das hier richtig? Jo, alles klar. Hier ist irgendwas einzusammeln. Oder auch nicht. Wahrscheinlich wäre das oben gewesen weiter. Ja. Passiert aber auch nichts auf der Rückreise. Jetzt ist einfach nur stumpfes Zurückgehen anscheinend. Wer ist der? Ist das schon wieder ein Porn, den man an der gleichen Stelle hier begegnet? Ja, ich denke, das ist so.
Da muss ich ja, muss ich aber schon noch mit den anderen Leuten auch reden. Die hier ja. I'm exhausted, but I can rest after I've delivered these herbs. I'll be back soon. Good on you. Just take care, all right? Sehr gut. You wonder why I don't follow him? So long as he stays away from that forest, he'll be fine on his own. When my brother told me he was going to fetch those herbs, I refused to join him. Said it was too dangerous. What with the monsters acting strangely of late. And I was right. But mayhap none of this would have happened had I only gone with him. My brother is always the one taking the initiative. While I stand around with my hands in my pockets. But today's misadventure showed me that the path forward is the one with fewer regrets. Even when you're not sure where it leads. Okay. We managed to save Norbert. And perhaps that's all that matters. Philosophisch hier. Still, I can't help but wonder if I couldn't have spared him some of the pain and fear he suffered. If I'd only steeled myself sooner. So from now on, I'm going to trust in my own instincts. There again will I let fear stop me from doing what I know to be right. Okay. Ich glaube, du wirst auch gesprochen. Sir Norbert safely returned. Melv shan't lack for medicinal herbs. Two good deeds in one, you might say. Sehr gut, ja, hast recht. Ganz genau so ist es. Das heißt, wir gehen jetzt nochmal zu dem Mädchen, was dieses Fruit Deodorant, ne, es war kein Deodorant, aber ist, was ich meine, Roborant brauchte, was wir jetzt gecraftet haben. Schuhe wären auch echt gut, ne? Ich laufe immer noch hier halt barfuß durch die Gegend. Da gucken wir auch nochmal beim Händler rein. Boah, da kommt es ja kaum hoch hier. Oh, okay. aber mal eben so ein Fels hochhüpfen. So. Wo war die denn? Das war doch hier, ne? Nein, es war nicht hier. Da oben. Da ist sie. Hello again, sir. Ja, habe ich. Have you brought some fruit robberant for me? So, hier. Deliver. Ja. Zack. Oh, so this is what it looks like. Brilliant. Many thanks, sir. Die grinst sehr. Das ist ein bisschen beängstigend, so wie die guckt, muss ich ganz ehrlich sagen. So ein bisschen Chucky die Mörderpuppe mäßig. I haven't much to offer in return, but I'll be sure to tell Grandfather what you did for us. He'll want to reward you proper like, I'll bet. Ist auch interessant, dass immer, wenn ich aus den ewigen Städten rausgegangen bin, sofort irgendwelche Monster kamen und sie erzählt mir, sie ist ganz alleine gelaufen. Auch das macht sie. Ja, auch das kommt mir komisch vor. Also, blinkt irgendwas. Ach, da kann man sich draufsetzen. Ich glaube, es wird Abend und ich glaube, die Leute kehren jetzt gerade alle irgendwie zurück nach Hause von was auch immer. Mayhap this ladder is here for a reason. After you arisen? Also jedenfalls sind ja alle jetzt irgendwohin unterwegs. So sieht's irgendwie aus jedenfalls. Na egal. So, wo kann ich denn wohl eine Buchse kaufen? Der hatte auch Sachen hier, ne? Hail. Ja. Ah, der ist auch gut gelaunt. So. Landwalkers. Leg Armor. Nept. Leather Boots. Steht auch irgendwo das Gewicht? Ah da, 1,3 Kilo. Das ist ja schon eine Sache für mich, die wichtig ist, ne? Ich mach mal einfach nur die Landwalkers erstmal. Weil die günstig, also weniger wiegen. Purchase. Equip, bitte. Ja, wollte schon noch mal gucken. So, Helme nicht. Geiler Hut. Nee, aber sowas hier vielleicht. Das bringt auch noch mal 1% irgendwas. Ne, brauchen wir eigentlich nicht, ne? 1% irgendwas ist irgendwie relativ. Slightly boosts maximum health. Aber wie, was heißt denn slightly? Oh, das ist gut. Mehr Gewicht, also 6500, alles klar. Naja, gut, okay. Naja, lassen wir erstmal so. Lassen wir erstmal so. Always a pleasure. Ja. I do so enjoy stocking up on supplies. Ja, jetzt habe ich wenigstens auch richtige Schuhe. True enough. So, was war das hier? Hier waren wir noch nicht drin, ne? Doch, das ist die Inn, alles klar, ja. Okay, hier waren wir doch drin. Alle wieder raus. Hier sind Leute. Ich gehe davon aus. If you want my advice,
Heed no advice, save your own. Oh ja. So, mit ihm habe ich gesprochen, alles klar. Das ist Lennarts Haus. Da kann man was klauen. 300 Gold. Auf jeden Fall. Die wollen ja, dass ich die Welt rette. Da brauche ich auch ein bisschen Knete für die brauchen. Das ist sowieso immer ein Rollenspiel und so. Ne? Alle sagen dir immer, ah, du musst die Welt retten. Du bist der Einzige, der es noch retten kann. Los, zieh aus und rette die Welt. Und dann sagst du, ja klar, kein Problem. Kann ich dieses Schwert da vielleicht haben? Dann sagen die, ja klar, für 500 Goldmünzen kannst du das haben. Sonst nicht. Du musst ja auch von irgendwas leben. Das ist irgendwie witzig. Der sieht aber besonders aus. Nein. Okay. Und alles einfach nur leere Häuser. Oder unbesondere Häuser. A good merchant knows the trade is a battle of wits. Alles klar. Ja gut, ich glaube, dass jetzt hier jedes einzelne Häuschen sich durchzugucken, macht irgendwie auch wenig Sinn. So, hier ist alles zerstört. Da bin ich ja angekommen. Okay. Also es ist ja doch noch eine funktionierende Stadt. Achso, ich hätte ja auch ganz clever einfach mal auf die Map achten können. Ne? Dann hätte ich schon gesehen, dass hier dieses Haus, auch Lennarts Haus deswegen, alles klar. Ein besonderes Haus ist, wollte ich sagen. So, hier ist die Inn, erkennbar an dem Bett. Kann man das auch irgendwie vergrößern? Ja, kann man. Hier ist der Stone und das sind auch, das sind einfach nur, ach, Ulrikas Haus. Soll ich mit der nochmal reden? Das machen wir mal. Die hat aber schon ein ganz ordentliches Haus, ne? Soll man so sagen. Vielleicht hat die ja noch was Neues zu erzählen. Das schien mir doch ein besonderer Charakter zu sein. Well, you ought not strain yourself. Not in your current state. Those burns could easily have killed you outright. I expect oh, da ist die Schatzkiste. Ja. Ich gehe da mal. Ne? Nur mal so. Bleib du ruhig da. Ich vermisse noch was von meinen Klamotten. Ist das wohl hier drin? One Wakestone Shard is a mere rock, but combined they can work miracles. We must take care not to throw it away by mistake. Ja. Da kann man nämlich seine Pawns mit wiederbeleben. Deswegen sagt die, dass das ein wichtiger Stein ist. Und ich glaube, ich habe jetzt drei Teile gefunden und deswegen habe ich jetzt einen kompletten. Anscheinend kombinieren die sich automatisch. Was haben wir denn hier? Achso, noch so eine Heil-Potion. Ich verstehe nicht so ganz. Das muss ich da auch machen. Bei der Steuerung muss ich mal reingucken. Ich drücke Control, dann ändert sich das da unten und dann ist es plötzlich nicht mehr 1 bis 4, sondern TRBG. Warum aber das dann anders ist, ist mir nicht klar. Warum bleibt es nicht bei 1 bis 4, nur mit gestrückter Control-Taste halt? Naja, egal. So, wir müssen hier raus. Ich glaube, wenn einen die nicht selber ansprechen, haben die vermutlich auch nichts Interessantes zu sagen. Ne? Weil auch der Typ, der seinen Bruder suchte, hat mich doch direkt angesprochen. Ne? Also vermutlich... Ja, sind das einfach nur unwichtige NPCs. So, dabei ist ein Ausgang. Das ist aber anscheinend nicht der richtige Ausgang. Bin schon wieder irgendwie verwirrt. Ach doch, da und dann da unten, alles klar. Ja, dann gehen wir doch, machen wir das doch auch. Dann machen wir das doch auch. Ach ja, genau. Hier, richtig. Oh. Erschreckt mich doch nicht so. Habe ich mit dem schon gesprochen, mit dem Händler hier? Ich glaube nicht. I've a selection of wares that's sure to please. Ja, okay. Ach, wieder so ein Gaul-Key. Und ein Fulminous Shield. Das ist schweinemäßig teuer. Alles schweinemäßig teuer. Können wir uns alles nicht leisten. Pleasure doing business with. Okidoki. Ja, dann können wir eigentlich, glaube ich, gehen. So. Make haste then. We must leave anon. Ja, ist gut. Machen wir. I'm ready now. Good. Then let us be on our way. Sind wir. Machen wir. Wie auch immer. Lauf nicht so schnell, ich bin ein alter Mann. Das ist aber eine Szene, die hat man in dem Trailer schon gesehen. Wie so eine ganze Meute. Dann kommen ja gleich Goblins, die angreifen. Meine ich jedenfalls, wäre im Trailer so gewesen. Ja.
uns auch schon. So. Hier. Altos. Oh. So. Läuft. Hatte ich nicht was auf Rechtsklick auch irgendwie? Oh. Hat einen Apfel dabei gehabt. Igel, du machst das. Ihr macht das alle. Ihr seid so wunderbar. Ich loote so lange. Oh. Ah. Location Rang ab heißt, ich habe neue Fähigkeiten wieder, die ich benutzen kann. Guck mal alle her hier. Oh, that's cool, das ist gut. Die läuft auch, kommt Many angelaufen, thanks. Weil sie auch Heilung braucht. Kirathia kommt nicht angelaufen. Was ist mit dir los, Kirathia? So. Just yonder looks to be a good spot for harvesting ingredients. I say we collect as much as we can carry. Ihr könnt ruhig collecten. Ich bin ein alter Mann, ich muss hier auf dem Weg bleiben und muss mich beeilen, überhaupt mitzukommen. Aber ihr könnt in der Zwischenzeit ruhig collecten, wenn ihr euch langweilen solltet. Ist gar kein Problem. Oh. Zack. So, die da oben, die muss ich wegmachen. Das ist mein Job. Ne, bleibt da oben, bleibt da oben. Schön zusammenbleiben. Jawohl. Genau, mit Rechtsklick konnte ich doch Hast irgendwie machen, ne? Dare I say it? We trounced our foe. Well and true. Yeah, well and true. Overconfidence is an enemy in and of itself. Yeah, let us instead strive to better ourselves with every battle. You're like to grow overburdened if you keep picking up every little trinket you find. Ja. Da hast du recht wahrscheinlich, aber ein bisschen Loot brauchen wir halt. Oh, da ist ein Gebäude. Ein Gebäude. Is the lawful ruler of Vermund. So it has always been. To claim the title is to claim the throne. Yet not all claims are true. Ich will gar nicht den Thron. Sees many pretenders, and they are not dealt lightly. Best hope you're not one of them. Regardless, do well not to invite mistrust. Aua. Kriegsspell. Ah, Rechtsklick konnte ich das drücken. Alles klar. Okay, bin mir ja zu spät. Ja. Try for the same result with our next attack. Ja. Machen wir alles. So, was ist denn mit den Dingen, Typen da hinten? Wie weit reicht denn mein Zauberspruch, wenn ich jetzt so mache? Und sage, oh ja. Rums. You have my protection. Ja, ihr macht das. Zack. Oh, Abby, Vorsicht, das geht tief runter da, ne? Ach, da waren wir auch schon, ne? Da war ich schon mal. Da habe ich die Leiter aber nicht gesehen. War ich so blind? Oder war die da noch nicht da? Naja, ist aber egal. Da ist eine Höhle. An obstacle blocks our way. Perhaps we might remove it by force. Genau. If you need that destroyed, arm your pawn. Ja. Shall I assist? Is that okay. A statue I espy over yonder? Over yonder, from this distance, Statue? I cannot be sure. We shall have to make our way over to it. Jetzt weiß ich nicht, worüber redet ihr denn gerade? Wo ist denn die Statue vielleicht? Und meint ihr das hier mit Obstacle? Bestimmt, ne? Oder nicht? Ja, wie kann ich jetzt sagen? Go. At once, Master. Ah ja. Jetzt machen wir was. Tja. Mit Pfeil und Bogen hätte ich jetzt nicht gedacht, aber ist okay. Wenn es funktioniert, funktioniert's. Wenn es funktioniert, ist es nicht dumm. Wo sind eigentlich meine Freunde? Da. Die wollen. Die gucken alle sehr angestrengt. In diese Richtung. Ah ne, okay. Können wir kurz hier. Was ist denn, wenn ich. Tschüssi. Wissenschaft, alles im Namen der Wissenschaft, ne? Wir probieren einfach mal aus, was passiert, wenn wir die. Ja. Ah, hier, den kann ich mitnehmen. So, wer weiß, wofür man den noch so braucht, ne? Nein, Spaß. Schmeißen den jetzt weg. Aua. So, wir haben eine Laterne.
Obwohl, so dunkel ist es nicht, aber wir machen trotzdem die Laterne an. Die auch Öl verbraucht irgendwie, ne? Okay. Das ist die Statue. Aber ich finde es ja schon mal cool, dass man den Pawns einen Befehl geben kann, nach dem Motto, hier greift mal an und dann machen die das. Das finde ich schon sehr, sehr cool. Also dieses Steinhindernis meine ich jetzt, ne? Das fand ich jetzt irgendwie cool. An impressive view. We can infer much of the lay of the land from here. Perhaps we might take a moment to savor the scene. Nee, da lief das. Ja, okay, wir gucken uns das an. Indeed, you are correct. Now, what might that be? Let us ponder how best to proceed. Ihr redet viel, aber ihr sagt relativ wenig. Oh! Da ist irgendwas. Ja, schön. Schön, schön. I don't know about you, Master, but I'm worn out. Mightn't we have a rest before pressing on? Ach, guck mal, das sind meine Freunde. Und kann man jetzt hier hoch und da oben lang? Hm, eher nicht. Okay. Na gut, ja, wir haben ja ein Ziel. Das verfolgen wir jetzt mal einfach weiter, wie sich das gehört. Achso, ich bin noch ein bisschen verletzt. You're welcome to take whatever you like from my pack, Master. I'd gladly see you put what I find to good use. Gut, gerne, ja, danke. Oh. So, hier geht's weiter, ne? Was war da oben jetzt? Ja, Pflanzen waren da und eine schöne Aussicht, okay. Mal so zusammenfassend für mich, dass ich nichts vergessen habe. Hm. Die haben alle so schicke Rüstungen an und alles und ich laufe mit so Lumpen rum. Finde ich nicht so schön. Gucken wir mal hier runter. Alles so ein bisschen... Also es ist irgendwie schön, aber irgendwie alles so ein bisschen grau-matschelig so, ne? Also jetzt nicht nur von der Technik her, sondern auch die Gegend ist halt schroff und abweisend so, ne? Sieht schon cool aus. Ich meine, die Grafik ist jetzt nicht der Burner unbedingt, ne? Aber wirkt so ein bisschen einheitsbrei-mäßig, dadurch, dass die Gegend aber schon so aussieht. Ja. Who's that you've brought with you, Watchhead, sir? An Arisen, by all appearances. An Arisen? Another pretender, you mean? I see the Sovereign's ascension has done little to stop such charlatans from plying their trade. Okay. Ist das nicht eindeutig, wenn die Pawns mich erkennen, dass ich dann auch wirklich einer bin? It is uncertain. This one commands the loyalty of the Pawns. Meine ich doch. What? Impossible. You know as well as I do that there can be but one Arisen, and he's up in the palace. Ist das dann so clever, da hinzugehen? Ich meine, der sieht das, wenn das denn... Also ich meine, ich weiß ja, dass ich ein echter Arisen bin, dann kann der ja nur kein echter Arisen sein. I'm well aware of how preposterous the idea is, thank you. However, as I do not believe it my place to rule on such a matter, I would make my report to the capital. Deswegen ist vielleicht nicht so klug, da hinzugehen. If the claim is false, we will be rewarded handsomely for our trouble. If the claim is true, however... Ja, who can say? Vielleicht lande ich dann im Kerker. Oder Schlimmeres. Naja. All's been arranged. Come, let us pass through the gate. Gut. Mal eben gucken hier. Nur gucken. Achso, da kann man sogar wirklich rübergehen. Könnte man rübergehen, wenn die Brücke da wäre. I'll hold on to this. Die ist... After all, an ounce of prevention is worth a pound of cure. Der ist bestimmt irgendwann mal, ist die Brücke wieder da. Hm. Es sind schon Distanzen, ne, die man hier zurücklegt. Also, man kann nicht sprinten die ganze Zeit. Ja. Ears pricked. 'Twill be difficult to pinpoint distant foes by sight alone. An ox cart was meant to meet us, yet it is nowhere in sight. Aught may have befallen it. Best we press on. Ein Ochsenkarren, ja, das wäre doch zum Beispiel was.
wenn er denn da wäre. Naja. I'll go and open the chest. Ja, welche Chest? Ah, mach das. Getrocknetes Obst drin. Okay, alles klar. Also dann kann es ja, das kann ja eigentlich nur heißen, dass es so ein Kriminalitätssystem gar nicht so wirklich gibt, ne? Wenn einfach die Pawns losmarschieren und irgendwelche Kisten öffnen, kann ich ja nicht verhindern. Also, aber wenn ich es richtig verstehe, hatten die das jetzt im Inventar, ne? Die, ach ja, genau, Abby hat relativ viel im Inventar, Eagle hat viel Kram im Inventar und jetzt kann ich auch das hier combinen. Und kann ich jetzt einfach das Rezept... Also ich mache das jetzt hier einfach alles, ne? Sonst wird es schlecht irgendwie. Bringt ja auch niemandem was. Getrocknetes Obst. Das kann man auch für irgendwas gebrauchen. Oh, Mist. Moment. Halt, nochmal neu. Kombinieren. Rezept benutzen. Aha, man kann... Trockenobst aus faulen oder fast faulen Sachen machen. Okay. Mhm. Great Deals, Deal of Health. Ja gut, als Magier, der sich selber heilen kann, ist es jetzt, scheint es mir jetzt nicht so super wichtig zu sein. Ne? Irgendwie. Achso, man kann... So. Ich mach mal von diesen, wo ein Fragezeichen dran steht, eins, weil ich glaube, dann kriegen die wahrscheinlich einen Namen. Mighty Roborant. Impressive Medicinical Properties. A great deal of health and stamina, when consumed. Hört sich sehr gut an. So. Und dieses Zeug, das hab ich jetzt im Inventar, oder wer? Nope. Das, Items müsste doch eigentlich hier sein, dann. Ja, hier sind sie doch. Und die kann ich jetzt zum Beispiel geben an Kirathia. Ruhig auch alle, dass sie das zwischendurch so nutzen kann. Und ich kann auch sagen, was weiß ich, dies gebe ich jetzt an Eagle 3 Stück und gebe ich auch an Abby 3 Stück und gebe ich auch an Kirathia 5 Stück. Die benutzen die auch selbst eigenverantwortlich oder wie ist das wohl? Ich weiß es nicht. Ich hoffe. This seems a decent spot for a campsite. Ja, okay. Could be a fine spot to rest. Should we have need of one? Ist das noch? Ah, ist wieder so ein schweres Ding hier, ne? Nehmen wir mit. Very heavy, okay. Wir müssen schon wieder was verschieben. Das Ding hier gebe ich an Eagle. Average. Aged Beast Steak. Ach so. Ah, okay. Deswegen war das gerade so wenig Auswahl, weil ich Shift gedrückt habe. Oh. Maximum Health. Das gebe ich an Kirathia und die equippt es. Zack. Ein Ring. Gut. Man muss doch, glaube ich, das dann auch relativ diszipliniert alles auch wegpacken in die Taverne und das dann da craften irgendwie, ne? Also in die Kiste, meine ich jetzt. Kann ich wohl, weil ich so ein schwachbrustiger Kerl bin, weniger tragen als Kirathia zum Beispiel? Es gibt ja Stärke. Moment, gibt es Stärke? Ich bin mir gar nicht so sicher. Aber ich will jetzt auch nicht gucken. Ich will. Ihr könnt gerne vorgehen. Hat keiner was zu sagen? Gerade hat der Boden gewackelt. Und keiner sagt irgendwas? Nichts? Na, setz dich hin und du machst Pause. Will nicht verarschen? Ihr kommentiert sonst alles. Da bricht ein Berg weg. Der Typ da läuft auch einfach ganz normal weiter. Die Rehe nicht, die sind vernünftig. Ja, da kommt jemand. Der sticht dir gleich in den Rücken, der kommt.
Oder auch nicht. Okay. Ach, das ist ein Porn wahrscheinlich, ne? I enjoy tackling fierce foes and prefer okay. combat's okay. thrills ja, to gathering items. Steve, der ist schon Level 8, krass. Was ist eigentlich mit meinen Porns? Leveln die jetzt auch? Also sind ja nicht meine, aber... Ne, die sind noch Level 2 immer noch. Die muss ich jetzt weggeben. Irgendwie, um mir dann neue zu holen. Das ist ja schade. Dann kann nie so ein Gruppenfeeling aufkommen, ne? Kannst nie irgendwie so ein bisschen Bonding betreiben mit denen. Mayhap we've scared them all off? If we seek monsters, we shall doubtless find them here long. Wäre auch cool, wenn wir jetzt in einer Taverne kommen würden, ne? Was ist denn eigentlich mit diesen Viechern hier? Das probieren wir jetzt mal eben aus. Flagration. Den grillen wir direkt. Mach dir keine Sorgen, bleib schöner stehen. So. Oh, es gibt sogar Erfahrungspunkte. So. Jetzt gibt's gleich gegrilltes Fleisch. Nee. Ja, natürlich. Goblins, Master! Oh! Da oben. Oh ja. Ihr macht das. So, wir machen hier Feuerbohnen. Das ist schon erledigt wieder. Well done, Master. Ey, was war das denn? Ein High Five. Ja, cool. Ja, danke. Well done. Es wird dunkel. Wir müssen weiter. Ist das der richtige Weg, den wir hier gehen? Wieso bleibt Abby zurück? Und wo sind die anderen? Da oben ist noch einer. Ach, da wird noch gefightet. Ach, das war einen von den NPCs, habe ich hier gebufft. Naja, gut. Ja. Boah, actionreiche Musik und alles. So, Sekunde. Zack. Das ist schon geil. Also, das hat schon ordentlich Bums, ne? Krass. Und auch das Beschleunigen des Zauberns, das finde ich sehr, sehr angenehm. Gut, kostet halt Stamina, aber ist ja nicht so schlimm. Okay. Jetzt wird es wirklich langsam dunkel. Laterne anmachen. Kommt ihr da runter? There are useful ingredients to be gathered here, I'll wager. Ja, mach mal ruhig. Ich will aber jetzt gerne irgendwie irgendwo hin und... Ich denke, dass die Karte nicht das nicht traversieren wird. Onward! Es könnte uns auf der Straße erwarten. Ja. Onward ist das hier. Hier lang, ne? Ist richtig. Gregor, oder wie heißt du? Was? Hier sind irgendwo wieder Goblins. Da oben. Das heißt ja, für den einzelnen Goblin nutzt es gar nicht, um eine Zauber anzuschmeißen, irgendwie, ne? So. Ah, da ist schon wieder so ein High Five gemacht. Also ein abgeklatscht, nicht High Five. Ja, gut, da könnte man jetzt auch mal gucken, was da oben ist, ob man da oben hinkommt, aber es ist mir zu dunkel jetzt. Wir müssen erstmal irgendwie, da ist Gekämpfe. Da rennen wir mal hin. Jetzt sehen wir, dass wir nichts mehr sehen. Zack, gerade zum rechten Augenblick, wo er tot war. Hier ist irgendwas erschlagen worden gerade, irgendein Mensch. Wir laufen alle hier hoch, okay, wir laufen hier hoch. Oh, was ist das denn? Feuer. Feuer! Douse the flames before it is too late. Was? Welche Flamme? Achso. Ja, ich mach mal eben die Kiste auf, bevor es zu spät ist. Ah ja. Das ist eine Engstelle hier. So. Oh oh. Ach, der lebt noch. Okay. 200 Gold. So. Da ist irgendwie... Da ist irgendwas. Das wird vermutlich ja... Ein Ort für ein Camp sein da oben, ne? Nehme ich mal an. Das ist ein Lager vorher, wo man ein Camp errichten kann. Was ist das da rechts? Oh, Skelette.
fiends are only truly defeated when their skulls are smashed beyond repair. Well done. Ich wollte gerade ein bisschen rumtesten, ob ich irgendwie ausweichen kann oder so, aber... Okay. Ja, ich habe das Gefühl, ich komme immer zum Kampf immer irgendwie zu spät, ne? Da hinten ist irgendwas. Ne. Da ist ein Skelett da hinten. Zack. Abgebrochen. Ja, die machen das, die Leute. Ja. Dorothy hat ihr Shield-Bash benutzt, das finde ich gut. So, können wir jetzt hier was aufbauen. Ich bin nämlich auch ziemlich kaputt, sehe ich gerade. Make Camp. Modest Camping Kit. Ja, 7 Kilo. Use Modest Camping Kit, jawohl. Okay. Ach, jetzt sind sogar die NPCs dabei. Das ist aber eine große Runde jetzt. Cool. Examine. Guck. Ah. Has anyone got a story to share? Kochen. Ach, boah, das sieht ja geil aus. Das sieht ja voll realistisch aus. Alter. Was ist das denn? Das ist ein echtes Stück Fleisch, das haben wir einfach aufgenommen. Okay, das war jetzt. Das war jetzt random. Achso, das ist, gibt jetzt einen Buff, kann man da unten sehen. Über der Health Bar. Okay, das finde ich ganz cool. Jetzt wäre die Frage, kann ich Equip Skills? Achso, aber ich kann die ändern, aber ich kann keine neuen. Alles klar, ne, ändern will ich ja nichts, habe ja nichts zum Ändern. Okay. Rest till morning. Man kann ja, glaube ich, auch nachts überrascht werden irgendwie. Sehr gut. Uah. I hope you slept well. So ist jetzt der Ochsenkarren endlich. Ich habe keinen Bock mehr zu laufen. Nicht so ungut, aber. Jawohl, ja. Oi. Kein Ochsenkarren weit und breit. Ich befürchte vor allem, jetzt kommt auch langsam so ein Bossfight mal irgendwie mit so einem großen Mob. Den gab es nämlich bisher nicht. Und das hier sieht doch so aus, als wäre hier so ein Ort dafür. We might find a use for it. What's this? We're trapped. Ja. Ja, was habe ich denn gesagt? Was habe ich gesagt? Was ist das da unten? Anthony. Hier. I, a Cyclops. Oh Mist, das hätte ich. So. Nee, falsch, das wollte ich nicht die Tasten. Fireboom. Ich vertipp mich hier die ganze Zeit. Be on your guard. So. Zack, ich hoffe, das ist gut. Nee. Hat er zu mir jetzt etwa? Nein. Ich weiß gar nicht, wo ich bin hier. So, okay. Oh, Igel, arme Igel. Hat er wohl, also man kann ja keine Schadenswerte oder so sehen. Ist wohl jetzt Feuer zum Beispiel die bessere Waffe? Focus. Mal gucken. A moment of indecision may spell out. Ja, keine Ahnung. So, auf jeden Fall haben wir jetzt den ersten Dings weggemacht von ihm. Grabbing larger foes in battle. Da habe ich keinen Bock. Ja, man kann hinauf und E drücken und dann kann man da irgendwie. Aber das ist ja nicht mein Spielstil. We must rally. And it could seem our foe is unbalanced. There is no better time to strike. The moment of victory is at hand. Let us finish this. Da tut sich wenig, wenn ich meine wilden Zaubersprüche raushole, tut sich wenig. So, machen wir einfach Fireboons. Ist vielleicht
besser, keine Ahnung. So. So. Auf Abby wäre gut gewesen, ne? Oh, was ist hier los? Eieiei. Oh, er liegt da nieder, der Kollege. Ja, schon cineastisch jetzt gerade. So. Alles ein bisschen hakelig irgendwie, aber... Ja. I had taken you for another false arisen. Goodness knows we see a lot of them. Ja. Yet the value you showed in coming to our aid has dispelled such thoughts. Here, take this as a mark of my trust. So, den haben wir schon mal beeindruckt, würde ich sagen. Give it to one of the sentinels stationed at the gates to the capital, and you'll be granted an audience with Captain Brandt. You're free to make your own way to the capital now. I see no need to keep you under constant watch. And I'm sure you'll breathe a little easier as well, aye? Yeah. Of course, if you'd rather continue to accompany us, you are still welcome to join us on the Oxcart. Tis your decision. Danke. Alles klar, man kann wieder frei agieren. I'll carefully conserve my strength and endeavor to survive every battle by... Das ist schön für dich, aber ich will Quatsch mich einfach von der Seite an. Ich finde das mal blöd, wenn man so gegängelt wird durch Quests, ne? Also wie jetzt gerade, dass man denen quasi folgen muss. Deswegen finde ich das schön, dass ich jetzt wieder losgeworden bin. Das finde ich ganz gut. So, hier kann man bestimmt was looten. You'll like to grow overburdened if you keep picking up every little trinket you find. Ja. Ja gut. Das ist auch schön, wie ich so zwischen seinen Beinen am rumwühlen bin. Naja. Einäugige Riese. Mhm. So. Naja. So. Geht's uns allen gut? Kommt mal hier zu mir. To me. Naja, so einigermaßen jedenfalls. Wo man den Ochsenkarren noch findet. Ich muss gestehen, jetzt bin ich ein bisschen hin und her gerissen. Soll ich jetzt mit denen zur Hauptstadt reisen per... Oh, da ist irgendwas. Ein Holzgestell. Mit denen zur Hauptstadt reisen per Ochsenkarren. Soll ich selber laufen, um die Gegend noch ein bisschen... Ja, danke. Um die Gegend noch ein bisschen zu erkunden. Das würde mir eigentlich eher zusagen, muss ich sagen. Was sagt denn die Karte eigentlich? Wo sind wir? Wo müssen wir wohl hin? Ja, wo wir hin müssen, habe ich keine Ahnung. Melf, da sind wir gestartet. Wir sind dann hier irgendwie dieser Route gefolgt. Borderwatch Outpost. Okay. Oh, shit. Wollte ich gar nicht. Ja, ich weiß es doch auch nicht, liebe Leute. Was ist denn, wenn ich da auf F, Melf, F drücke? Achso, dann kann man die Karte aufrufen. Cursor Jump, Set Waypoint, Current Location. Ich glaube, wir laufen zu Fuß erstmal. Ich möchte so ein bisschen jetzt mal in Ruhe... So ein bisschen vor mich hin erkunden und so. Mal gucken, was wir hier für Optionen haben. Here's the cart now. Ja. Do you intend to join us? Nee. Make your own way to the capital. Very well. But for your own sake, I recommend you make your way to the capital sooner rather than later. Oh, guck mal, wie das Cape sich hier im Wind wölbt und die Haare wackeln. Oh, heroische Pose. Nicht schlecht. Ich wünschte, das könnte ich auch. Nee, aber ich denke mir... I'd wager there's ought to be found here. Da. Let us ponder how best to proceed. Aber die kann man nur von oben runterlassen, hat sie gerade gesagt. Das ist eine Höhle, das ist ein Höhlenausgang. Da muss man also irgendwo den Eingang finden. Aber gut. Was ich eigentlich sagen wollte. Hier ist ein Waystone. Ja. Da gibt es auch gleich mal 30 Rift Coins. Ja, leider. Chest? Wovon redet ihr? Ja, macht ruhig. Chest öffnen hört sich super an. Ach, da. Jetzt muss ich die austauschen, denke ich. Denn die sind ja nur noch Level 2. Ne? Wenn ich das hier irgendwo mir angucke, bin ich Level 8 und Kilathea ist auch Level 8, aber die beiden Kollegen sind Level 2. Und das ist ja schlecht. Ist einfach zu wenig. Das bedeutet, ich muss die jetzt idealerweise austauschen oder aktualisieren vielleicht auch nur.
eigentlich bin ich ja zu, ich meine, die haben keine Persönlichkeit, ne? Was soll er auch schlecht mit sein? Das ist ein Ranger und ein Thief, ist okay. Da weiß ich nur nicht so ganz genau, ja, was soll ich tun, um die auszutauschen? Beziehungsweise soll ich denen jetzt ihre Sachen abnehmen? Zum Beispiel hat Eagle ja noch so ein Camp-Kit. Das kann sie ja mal an Kira Thea geben. Die aber dann, ach, das sieht man auch gleich, die dann heavy wird. Aber ist heavy denn schlimm? Weil da steht noch nichts so irgendwie. Gibt es keinen Debuff oder so. Die ist einfach nur erstmal heavy. Das nehmen wir auch mal hier. Geben wir ab an... Wiegt ja nicht viel. Auch an Kira Thea. Auch das... Oh, auch das Leder. Geben wir ab an 80. Beides. Confirm. So, der Rest ist jetzt, sag ich mal, einfach egal. Jetzt gucke ich erstmal, wäre mein Plan hier, die irgendwie zu updaten. Also die gleichen zu nehmen. Aber halt dann hoffen, dass sie mittlerweile höher im Level sind, weil die Spieler, nach meinem Verständnis, die vielleicht weitergespielt haben. So, General Information, Type Race, Weapon Skill, Specialization, Pawn Badge, Username. Hier zum Beispiel, ne? Level 6 hätten wir Talia. Ja. Wäre gut, aber kann ich nicht. Ich drück mal F. Pawns in the Rift. Ja, da sehe ich jetzt meine nicht dabei. Krass, ne, dass es so viele Kämpfer gibt. So viele Kämpfer, aber sonst nichts. Oh. Aber ich konnte doch irgendwie... Ich gehe nochmal Escape. Und dann gehen wir nochmal in den... Ich weiß auch nicht, Status. Konnte ich nicht irgendwie... Na, Status. Die Leute... denen so ein Herzchen geben, so favorisieren. Hm. Wenn, dann weiß ich nicht wie. Und auch hier hatte ich da nicht letztes Mal mehr Auswahl. Wenn ich jetzt beispielsweise sage, der Malekith oder Italia Level 6, Malekith ist auch Level 6. Ich umgebe mich natürlich lieber mit Frauen, ist ja logisch. Talia. Ja, hier kann ich sagen, add to favorites. Kann ich das nicht mit meinen eigenen machen? Also was heißt eigenen, mit denen ich schon habe? Hail. I am attentive and loyal. Ja, and prefer to remain by your side. Add to favorites. So. Okay, never mind. So, wo ist Eagle? Da. I have nothing to share at present. Ja, ist okay. Add to favorites. Und wie? Was hilft mir das jetzt? Pawns in the Rift, da stehen die jetzt auch nicht bei. Hier oben kann ich auch durch. Ich gehe nochmal raus aus dem Rift und guck mal, ob man da irgendwas machen kann. Oder sind die jetzt schon geupgradet vielleicht, wenn man einmal da drin war? Nein, leider nicht. One master I served was quite the carefree soul, shunning armor in all its forms. Hä? Now there's a thought. Okay. So. Kann ich jetzt irgendwie examine? Pawns in the Rift. Branded, Level 5, Beastrin. Malekith ist schon wieder dabei. Tja. Main Pawn, das ist ja auch ein guter Name. Ja, aber ich muss ja irgendwie... ich musste ja irgendwie auch mal neue mischen können. Hier gab es doch letztes Mal... Nee, komm, das machen wir nicht hier. Das ist mir jetzt so blöd. Ich warte lieber, bis wir in der Stadt sind, dann doch damit, auch wenn die jetzt nur Level 2 sind. Das ist dann jetzt eben so. Denn irgendwie habe ich das Gefühl in Erinnerung, dass ich da viel mehr Auswahl hatte in der Stadt bei dem Riftstone. Vielleicht kann man halt in den Städten einfach mehr machen. Was auch okay ist. Kann man da hoch? Wenn ich jetzt hier irgendwie versuche, hochzuklettern? Nee, ne? Hier vielleicht so? Na? Na? Ne. Schön, wie er da oben so anschlägt. Witzig. Na gut, dann müssen wir mal weiter gucken. Ne, also wie gesagt, ich glaube, in der Stadt hatten wir da mehr Auswahlmöglichkeiten und da kann man dann sicher auch irgendwie die Favorisierten, auf die Favorisierten zugreifen. Das ist ja dunkel da. Warum ist das so dunkel da? Wegen dem Baum?
Boah, das ist niedrige Field of View, ne? Das treibt mich in den... Das muss ich wirklich sagen, das treibt mich in den Wahnsinn. Das treibt mich absolut in den Wahnsinn. Ich weiß nicht, bin ich der Einzige, der das so sieht? Schreibt's gerne mal in die Kommentare. Das finde ich irgendwie... Ich denke immer, ich habe so Scheuklappen auf und muss mich sehr weit irgendwie nach rechts und links immer drehen, nur um ein paar Basics zu sehen, sagen wir mal. This is generally used as a material. Ja, ist mir schon klar. Das different combinations of materials result in different creations. Ich weiß, habt ihr schon ein paar Dutzend Mal gesagt. Zack. Sehr gut. Speaking of which, the pawns in this party are women all. Ja, hast du recht, Gertie. No two of us are the same. Ja. Auch das hast du schon bemerkt. So, da hinten haben wir was. Goblins oder sowas. Kann man da hoch? Ich gucke ja immer so, ob man so abseits der Wege was erkunden kann irgendwie. Hier sieht es jetzt gerade nicht so aus. Hier auch nicht. Da unten sind noch mehr Goblins. Okay. Kann ich, wie weit reicht mein Zauberspruch wohl? Das werden wir jetzt erfahren. Nicht weit genug. Shit. Okay, oh, oh. Alles klar. Is a glad thing we rested so, jetzt aber nochmal. Try not to get hit, lest all that vim go to waste. Hä? Irgendwie war das jetzt komisch. Ich konnte gar nicht den Feuerball machen oder den Feuerstrahl, wie auch immer. Oh, aua, aua, aua. Oh je. I shan't allow any further harm to continue. Hä? Irgendwie hat sich die Steuerung verändert. Ich weiß auch nicht. So. Ja, one of us is being drenched. Okay. Hört sich jetzt nicht so schlimm an. Aber Igel, Igel geht's nicht gut. Igel, 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 Igel. Hier, komm zu mir. Hol dir eine Heilung ab. Igel, to me, to me. Ja. So. Oh, Igel hat's. Ach du Heilige. Ach du Heiliges bisschen. Das zaubert er einfach nicht. Ich weiß nicht warum. So, ich glaube, wir haben alles. Ja, sie ist am Brennen, aber wir klatschen mal locker ab. So. Revive. Ich glaube, dieser weiße Balken, der läuft, würde jetzt ablaufen vielleicht und sie wird sterben dann. Ich weiß nicht. Heieieiei. Ich glaube, ich muss den Sound auch noch mal ein bisschen verändern, ein bisschen runterstellen, weil ich das Gefühl habe, dass das ist sehr chaotisch so. Sie hat aber jetzt nicht, sie hat jetzt nicht ihre Heilpotion benutzt, die ich ihr gegeben habe. Vielleicht kann man das auch im Kampf einfach nicht. Ich guck mal eben, ob sie den immer noch hat. Nee, hat sie auch nicht. Hat sie also doch benutzt, nehme ich an. Ich habe ihr doch welche gegeben, ne? Oder? Irre ich mich da jetzt? Komm, wir machen noch mal auf Igel. Man muss natürlich auch sagen, die ist halt auch erst Level 2, ne? Abby habe ich doch auch. Doch, die hat auch noch welche. Moment, das sind aber andere. Ah, ne, Waking Powder. Das gibst du mal mir. So. Und ich baue mal mehr einfach. Wir machen hier Rezept. Hin hier. Zack, jawohl. Keine Ahnung, zack. Kann man nicht irgendwie das so ein bisschen... Achso, das ist dunkel, weil es gar nicht, weil ich dafür nicht genug Zeug habe. Okay, verstehe. Verstehe. Okay, so, zwei Dinge, die mir gerade noch auffallen. Erstens, oder die ich sagen wollte. Erstens, es war ein sehr harter Kampf. Jetzt habe ich nochmal Second Thoughts über, über die Level 2 Leute hier, ob ich die nicht doch austauschen sollte. und zweitens, hier habe ich eine Karte. Und ist das wahrscheinlich die Hauptstadt hier unten, wo wir hinwollen? Dann habe ich aber noch einen sehr weiten Weg vor mir. Krass. Und was mir gerade auffällt, hier ist so eine kleine Schleife im Weg. Ist das da, wo ich gerade diesen Höhleneingang gesehen habe? Ich glaube eher nicht, ne? So weit bin ich noch nicht wieder gelaufen. Wir gucken mal hier auf die Karte und vergleichen mal. Ha. Hm.
könnte doch schon sein irgendwie. Wo ist denn wohl der Spot, wo ich mit dem Troll gekämpft habe? Nee, das muss ja hier gewesen sein, oder? Wo der Fluss an den Weg gekommen ist. Weil das da doch irgendwie zu war und dadurch irgendwie aufgegangen ist durch diese Geschichte mit dem Staudamm. Hm. Aber ich sehe auch hier gerade zwei verschiedene Wege, die ich gehen kann. Die sind hier auch eingezeichnet. Ha! Ist ja ein Ding. Achso, genau, da geht's weiter. Oder eben links rum, ja, durchs Goblin Camp. Das haben wir jetzt schon freigekämpft, also gehen wir auch durchs Goblin Camp. Ich hatte gerade Schwierigkeiten, den Zauberspruch loszulassen irgendwie. Ich weiß auch nicht. Ich musste die Control-Taste loslassen. Das meine ich jetzt, wäre sonst nicht so gewesen. Aber ich kann mich auch irren, gebe ich gerne zu. So. Ja, wo ist er denn? Zack. Oh, da ist noch einer. So, zwei sind da noch. Okay. Drei. Der ganze store Berg ist voll von Viechern. Ach, was macht ihr da? Wo seht ihr denn noch Gegner? Ach, da unten. Ach, die Zeit. Ist ja extra nach links ausgewichen. Deswegen habe ich nicht erwischt. Also auf immobile Gegner ist das ein toller Zauberspruch. Aber auf mobile Gegner eher nicht so. So, Abby, komm zu mir. To me. Wir machen hier einen Heilspruch aus. Ja, ganz genau. Jetzt geht wieder los. Aber wenn man mit der Steuerung sich erstmal ein bisschen angefreundet hat, dann geht's. Oh. Dann geht's gut ab hier, ne? Muss man sagen. Schon ein ordentliches Gewitter im wahrsten Sinne des Wortes. Na gut. Jetzt würde ich gerne den Leuten sagen, geht und lootet. Denn jetzt die hier alle so selber rauszusuchen. Beast Skin. Kann man sich wohl auch richtige Rüstung. Da ist noch einer. Richtige Rüstung bauen. Ja, da guckst du, wa? Dass die Kamera immer wieder zurückfährt, nachdem ich aber meinen Zauberspruch ausgelöst habe. Das ist ein bisschen unpraktisch. So, ich sag jetzt schon mal, Kirathia, du machst es nicht wie er hier. Wenn wir gleich wieder hier runtergehen, lässt du dich nicht einfach wieder runterpurzeln. Boah. So. Der alte Mann macht hier den geht hier vor. Da kann man was einsammeln, aber da ist die Kiste. Oh, hier ist auch jede Menge Kram. Oh, Gold liegt hier einfach so rum. Oh, well spotted. Ja, I'm sure my master would be astonished to learn this is here. Was? Ach so. Sie erzählt jetzt gerade, dass ihr Spieler das noch nicht gefunden hat. Ist ja auch kein Wunder, die ist erst Level 2, also der Spieler war erst ganz am Anfang, als ich sie da eingesammelt habe, quasi. Der ist mittlerweile auch weiter, wahrscheinlich. Ich hätte es jetzt gerne einfach geupdatet, die Pawns, weil ich ja schon irgendwie, ich möchte eigentlich nicht immer mit verschiedenen Pawns rumlaufen. Die sollen nicht so extrem gesichtslos sein. Also ich hätte schon, fände schon cool, wenn ich den selber, ich sag mal, das Narrativ findet ja im Kopf statt. Und wenn man immer mit den gleichen rumläuft, kann man den Eigenschaften zuordnen, sage ich jetzt mal. Ja, ich weiß nicht, ob ihr versteht, was ich meine, aber das fände ich schon irgendwie cool. Is this ox cart assailed? It is in a dreadful state. Ja. The work of goblins, mayhap? Meinst du, das waren Goblins? Nee, das glaube ich nicht. Das haben Goblins damit irgendwas zu tun. Verstehe nicht, was du meinst. So, ich muss aber mal eben tatsächlich, das muss ich erstmal machen, hier die in den Optionen mal die Sounds nochmal leiser stellen. Also was mich überfordert, ist die Musik, die ist im Kampf viel zu laut. Und die Soundeffekte können wir auch mal ein bisschen runter machen. Denn das ist mir ein bisschen zu viel. So. Was ich mich jetzt auch gerade frage. Oh, cool.
I suppose there can be no harm in bringing this along. Ja, was ich mich jetzt gerade frage, ist, wenn man jetzt mit dem Ochsenkarren gefahren wäre, wäre man hier durch die reale Welt gefahren mit dem Ochsenkarren und hätte das alles gesehen und wäre dann vielleicht auch angegriffen worden? Können wir das aufsammeln? Grab. Ne. Zack. Aber den kann man. Also wäre man dann angegriffen worden oder wäre das einfach ein Ladebildschirm gewesen und man wäre da gewesen? Hi. Ihr seid wach, richtig? Beg pardon, sir, but I'm on duty at present. Ja, alles klar. Macht nix, weitermachen. Ist dann auch eine Wache. Und wo ist ein Händler? Mal gucken, was du dazu hast. Gucken wir nochmal. Modest Camping Kit. Laterne, gefühlt 1000 Gold. Explorers Boots. Schlechter als das, was ich habe. Laternenöl, das wird man ja sicher auch brauchen. Ne? Zwei habe ich noch. Ich weiß aber, ich habe keine Ahnung, wie lange das hält, was ich habe. Das kostet aber nur 100 Goldmünzen. Vielleicht kaufen wir davon einfach schon mal ein bisschen. Achso, man kann jetzt... Ah. Ja, wir machen so. Wahrscheinlich F, ne? Ja. Und sie auch nochmal. F. Purchase. Purchase. Confirm. Back. Purchase. Okay. Habe ich was ich irgendwie verkaufen könnte, was irgendwie Sinn macht? Laborers Trousers zum Beispiel. Tschüss. Ne, warte mal. Doch. Sind nicht equipped. Hä, wo habe ich die denn her? Homespun Cloak. So, die Trousers können weg. Das ist hier... Aha, das ist ein Questgegenstand. Das ist hier mein Wakestone. Das ist verrottetes Fleisch. Das kannst du gerne haben. Das geht ja wahnsinnig schnell irgendwie, ne? Dass das Fleisch irgendwie verrottet. Krass. Also einfach alles eingrabbeln ist eigentlich nicht so. Can we use to enhance equipment? Okay, Moment, das müssen wir uns auch mal eben angucken. Talk. Okay. Pleasure doing business with you. Ja, tschüssi. So, zwei Dinge müssen wir gucken in den Inventar. Im Inventar. Erstmal, wir haben ja irgendwie anscheinend. Wir gehen mal hier nach rechts. Das Ding hier. Equip, klar. Wir müssen es haben. Ist mir irgendwie nicht aufgefallen, dass wir das haben. So, und jetzt habe ich ja das Zyklopenauge. Das kann benutzt werden, um Equipment zu verbessern. Wie? Usen kann man nicht. Gibt es da irgendwie mehr Info zu? Nee. Wahrscheinlich muss man das in der Stadt irgendwie machen. Oder vielleicht am Campfire oder so. Muss ich nochmal drauf achten nächstes Mal. So. Hier sieht es so ein bisschen aus, als könnte man da hoch und dann da hoch. Und wäre dann da oben. Was das bringt, weiß ich nicht. You mustn't shirk your duty. Lest you forget, 'tis the Arisen we serve here. Ja, okay. Es wäre auch irgendwie dann doch cool, wenn man diese Kommentare irgendwie so ein bisschen runterschalten könnte, dass sie nicht ganz so viel erzählen. Ich meine, ich rede zwar die ganze Zeit davon, es ist schade, dass die keine Story haben und damit auch irgendwie keine richtige Persönlichkeit, aber diese Random-Kommentare, die sind dann schon ein bisschen viel. Ich weiß, es klingt jetzt irgendwie ambivalent, aber ja. Oh, Zimt. Da wächst einfach random Zimt am Baum. Uff. Schön. My pack's grown rather heavy. If you've anything edible, I'll gladly lessen your burden. So, da wollen wir mal gucken hier, ne? We have no means of exploiting our enemy's weakness. Ja. Oh, schon tot. Sorry, ist gut. Das ging jetzt aber sehr schnell. Kann man hier irgendwie so einen Aussichtspunkt mäßig drauf, ne? Aber was man hier sieht, da hinten, das wird wohl Vermont sein, wo wir hinwollen. Das ist ein Turm mit einer Ballista drauf. Das war, glaube ich, aber der erste Turm, an dem wir mit dem Greifen vorbeigeritten sind, der nicht geschossen hat. Ach, guck. Irgendjemand hat hier Gold eingesammelt. Könnt ihr ruhig machen. Oh, da steckt ein Pfeil drin. Achso, Munition gibt es nicht, ne? Irgendwie. Da hinten war irgendwas, hinter dem Baum. Ja, da sind Goblins. At once, Master. Go! Ihr macht das, ne? Igel, du bekommst mal sowas.
Du bekommst sowas. So. Da fliegt der Goblin schon tot durch die Gegend. Sehr gut. Zack. So langsam läuft's. So langsam läuft's. Es sieht jetzt ein bisschen gezielter aus. Meine ich jedenfalls. Solange ich schön hinten bleiben kann und die vorne die Sache regeln, ist es alles cool. Oioioi. Das ist schon noch ein Stück zu laufen, ne? Oh, da unten ist ein Feuer. Da kann man. Oh, da ist ein Typ. Oh, und da sind Wölfe oder so. Kommen wir gleich da an? Ja, da kommen wir angelaufen gleich. Okay. So. Cool. Hat schon wirklich... Ja. Ich bin doch nur K.O. Ich bin ein alter Mann. Ich kann nicht so schnell wie ihr da immer. Da kann man auch hoch. Wenn es da immer sowas gibt, wo es so aussieht, als könnte man da hochklettern, dann meine ich auch immer direkt, das sollte man machen, ne? Weil dann bestimmt was Tolles ist. So. Ich meine, ich bin wahrscheinlich nicht der Einzige, der das so macht. Also machen wir das. Okay. Noch sieht man nichts hier, außer ein paar Sträucher. Just yonder looks to be a good spot for harvesting ingredients. Da hast du recht. We could pick some now and use them when the need arises. Ja. Am besten machen wir das jetzt sofort wieder, ne? Aha. Gut, dass wir hier oben sind. Das sind doch hier so ätzende Harpien. Ich fing gleich mal mit Schlitzschlag rein. Da wird gar nicht erst gewartet. So, Igel kriegt Flammenbogen. Oh, jetzt sind sie alle schön weit nah beieinander. Ja. So, kommt runter und Abby macht fertig. Sehr gut, so muss das laufen, Leute. Ja, Vocation Rank Up. Rang 4. Das lohnt sich jetzt mal wieder in die Stadt zu kommen. So, da ist ein Harpien-Nest. So, wir wollten aber eigentlich mal eben gucken, ob wir Dinge bauen können. Ja, Arrows brauche ich nicht. Aber diese Dinger brauche ich. Oh. Kann man nicht, gibt es irgendwo einen Button, wo man sagen kann, bau alles. Irgendwie so. Ihr wisst, was ich meine. Ja, wahrscheinlich nicht. Ne? Macht wahrscheinlich auch irgendwie keinen Sinn. So, der Rest ist jetzt ausgegraut. Okay. Ich will nicht, dass die Sachen schlecht werden. Oh, alter Schwede, was ist jetzt los? Hat jemand gesehen, wo das war? Oh, shit. Oh, das war knapp. Irgendwo ist ein Stück Berg eingeflogen, eingestürzt. Oh, da ist eine Kiste. Oh, und da ist noch eine Kiste. Und hier ist auch noch was. Moment, jetzt haben sie irgendwie gerade gesagt, dass sie irgendeinen Felsen runterrollen. Da. Dahin. Nehme ich an, oder wie? Achso, dann würden wir da rüberkommen. Und dann würden wir da rüberkommen zu der Kiste. Okay, das machen wir. Du hast das hier schon eingesammelt. Ach, da war der Wakestone-Schad. A treasure chest. Shall we see if we can't make our way over to it? Ja. Hast du auch eine Idee, wie? Ich würde sagen, wir klettern auf der anderen Seite dann doch weiter. Moment. Machen wir. Deswegen, genau, deswegen halt auch die Erkundung per Fuß, zu Fuß und nicht mit Ochskarren. Ochsenkarren. So. Ja, ich muss, der alte Mann muss immer so, ja, zu. Puh, meine Güte. So. So, wenn man hier nämlich weitergehen kann. Das habe ich gerade gar nicht so richtig wahrgenommen. Wir machen schön langsam. Wir wollen nämlich nicht hier runterfallen, ne, Kitty? Nicht hier runterfallen. So, hier liegt erstmal wieder was. Hab hier irgendwas. Feder. Braucht man ja wahrscheinlich... Das ist doch ein Wakestone hier, oder? Ja, wenn man einfach so random in den Bergen so ein Wakestone gefunden. Riftstone, nicht Wakestone, Entschuldigung. Ja, also in Anbetracht der Tatsache, dass wir noch einen weiten Weg vor uns haben, bin ich geneigt, zum Beispiel den Bruno einzusammeln hier, ne? Wenn ich jetzt hier rumlaufe, falle ich dann runter, weil da eigentlich die Klippe ist hier an der Stelle, ne? Nur mal so.
Wir machen das anders. Wir machen hier Examen. Ups, genau. Und machen Pawns in the Rift. So, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, wir wollen den Bruno haben. Oder die Chartreuse. Die Chartreuse ist nämlich schon Level 9. Oder Kate. Nehmen wir den Chartreuse. Dann machen wir hier Add Marker. Muss ich doch hingehen, quasi. Da. Chartreuse. Oh, du bist ja groß. I enjoy tackling fierce foes and prefer combat's thrills to gathering items. I am confident and may act independently. Ja, ist für einen Bogenschützen ja gar nicht schlecht. So, die möchte ich jetzt haben. Ah ja. Select a pawn to swap out. Ja, es tut mir leid, Eagle. Du bist leider... bist leider dran. Dismiss. You can send them away with a gift from your inventory. Ja. Jetzt kann ich sagen, hier, du kriegst ein Beefsteak. So, das ist ein Pfeil nach oben. Also. Ja, auf jeden Fall. Ich hätte dich auch gern behalten, wenn du nicht nur Level 2 wärst. Das ist äußerst bedauerlich. Oh, gut. I see the Arisen's found someone to handle our busy work. Ja. So. Kann man jetzt, kann man die nicht neu mischen? Weil ich würde jetzt einfach gerne sagen... jetzt würde ich gerne auch einen Rogue haben, aber nicht einen Level 4 Rogue. Das ist mir zu wenig. Und der Name Ultra finde ich auch so ein bisschen. Ist jetzt mein. Also muss ich jetzt Leave the Rift drücken, um jetzt wieder reinzugehen. So. komisch, ne? Irgendwie. Oder? Ich finde es komisch. So, Pawns in the Rift. Maya, Level 1. Nein. Imelda, Level 1. Was ist jetzt los? Warum Level 1? Warum hat denn niemand Rogue? Pawns. Ach. So, Leave the Rift. Einmal noch, aber dann ist gut. Dann behalte ich die gute Abby. Ja, dass man die einfach nicht neu mischen kann, die Karten. Also, ich glaube, ich habe das Gefühl, ich übersehe was. Das geht bestimmt irgendwie. So, Shaya, Level 7. Lara Croft, nee. Wir nehmen Shaya. Lara Croft ist mir zu blöd. Aber was ich trotzdem mal Main Pawn. Ob die wohl den Namen Mainporn kriegen, wenn sie vergessen haben, den Namen einzugeben. Ob das überhaupt geht. Wir gucken uns Lara Croft aber mal an. Das würde mich mal interessieren. Aber wir nehmen nachher Shaya. Kann ich da auch noch einen Marker beisetzen? Ja. Mal gucken, ob sich was mich interessiert ist, nämlich ob die jetzt auch das Original so aussehend. Oh, naja. Frisur passt nicht, würde ich sagen. So, egal. Wo ist Shaya da? So, Shaya, herzlichen Glückwunsch. See, not even the Arisen could resist my charms. Da hast du vollkommen recht. Haya. Your party is full, jawohl. Abby kommt leider weg. Dismiss. Du warst eine gute Kollegin. Du bekommst getrocknete Früchte für deinen Aufwand. Nein, du bekommst ein Goblinhorn. Aber nicht alle. Moment. Wenn ich jetzt Ja drücke, komm, versuch mal klug. Okay, du kriegst doch alle Goblin-Hörner. choose a rating. Beide kann ich nicht. Ich kann nur einen Daumen nach oben oder ein Herz geben. At least I go, knowing I fought to the best of my ability. Da hast alles richtig gemacht. Let us work together to honor the Arisen's trust. Ja. Okay. Dann sind wir fertig hier. So, nee, leave the Rift bitte. Jetzt habe ich mir eben alle meine guten, hart erkämpften Goblin-Hörner abgegeben. Das Leben ist hart. So, aber wir wollten eigentlich weiter, weil unten noch eine Kiste war, genau. So, oh. Okay, die Kiste bleibt halt ungeöffnet. Ein alter Mann ist halt auch kein Ziegenbock, ne? Kirathia, würdest du bitte da oben die Kiste öffnen? Ihr wisst schon. Ne, nicht runterspringen jetzt. Nein, hier, go. Shaya, du, auf dich ist Verlass. Stehst du nicht direkt neben der Kiste? Ist die nicht genau da? Naja, was soll's. War ja jetzt auch keine aufwendige Kiste, ist wahrscheinlich nichts Besonderes drin. So, jetzt brauchen wir fast gar nicht mehr rasten. Moment, aber apropos. It's about time we pressed on, wouldn't you say, Master? Ja. Jetzt nicht so schnippisch werden. Ein paar von uns haben schon ein paar Kämpfe hinter uns. Nicht so wie ihr, die ihr gerade frisch von der Akademie gekommen seid. Von der Rift-Akademie. Oh, Kiste. Guck mal da.
Guckst du einfach nur, ich wollte. Da unten ist ein toter Troll. Oder irgendwie sowas. Okay. Da war ich aber noch nicht, ne? Also ich war es nicht. Merkwürdig. Waking Powder. Ja, ich weiß auch nicht, ob man diese Sachen wirklich nutzt. Also bis ich das gefunden habe hier, wenn ich Control drücke und da unten links sich das ändert. Das wollte ich auch nochmal ändern und gucken, ob ich das auch auf 1 bis 4 setzen kann. Bis ich das gefunden habe, ist doch die Situation schon vorbei, oder? Irgendwie gefühlt. Naja. Moment, ich habe jetzt gerade gequatscht, aber habe ich hier nicht eine Kiste gesehen gerade? Oder habe ich mich jetzt so. War ich so abgelenkt durch mein Gesabbel? Ja, ihr könnt da ganz toll hoch und runter springen. Ne, ich habe keine Kiste gesehen, alles klar. Also hier könnte ich jetzt campieren. Macht das jetzt Sinn? Kann ich eigentlich sehen, wie viel Uhr es irgendwie ist? Da unten ist noch ein Campfeuer. Und noch ein Riftstone, da gehe ich hin. Da sind Goblins, da ist eine Kiste. Alles klar. Da wird gefightet. Los, Leute. Ja, ja. Ob die das, wenn die sagen, dass sie erschöpft sind und eine Rast brauchen würden, ob das stimmt? Also ob das wirklich, ob die jetzt schlechter performen, wenn sie das sagen? Versteht ihr, was ich meine? Oh, die Scheibe hat es aber gleich schon ein bisschen zerrissen, ne? To me. Kirathia ist aufgelevelt. Sehr gut. Okay, weiter geht's. Ist das hier? Eine Kiste. Eine Kiste. Und das hier ist ein toter Goblin. Da kann man aber nichts looten. Da kann man. Ach, wieder Goblinhörner, die ich wieder verschenken kann. Sehr gut. So, es wird dunkel, ne? Ne, es sieht nur so aus. Oh, oh, Wölfe. Oh, alles Mögliche. Bumm. So, die schon mal weg. Mehr Wölfe oder anderes Gezeug hier. Kyrathia kriegt mal hier Flammenwaffen. Danke, Shaya. Die Ranger oder Diebe können anscheinend irgendwas machen, um Stamina zu regenerieren. Und jetzt wird es gerade wirklich dunkel. Aber da hinten ist ja ein Feuer. Da machen wir gleich Rast. Ich habe das Gefühl, wenn man Escape drückt. So, jetzt kommt das dann wieder zu mir. Ja, I wish you to return. Und mal eine kurze Heilung abholen. Wenn man Escape drückt, dann sieht man hier außen so einen Ring. So, und der bewegt sich ganz langsam. Keine Ahnung. Und hier sieht man die Sonne, die war gerade woanders. Die sagt bestimmt an, welche Uhrzeit gerade ist. Die ist wahrscheinlich gerade am Untergehen. Im Osten geht sie auf, im Westen geht sie unter. Ist das vielleicht so gemeint? Naja, gut, wir laufen weiter. Hier den Weg entlang. Denn da habe ich ja das Gefühl, dass man hier rasten kann, da hinten. Das gucken wir uns alles bei Tageslicht hier an. Wir machen mal eben die Laterne an. So. Was war das hier? Man wird schon wieder gefightet, glaube ich. Oh. Oh. Das ist ein menschlicher Gegner, oder? Ja, sieht so aus. Irgendwie humanoid auf jeden Fall, würde ich sagen. Hat gesprochen auch. So, hier gibt es jede Menge Blümchen. Sunbloom. Ach, wieder so ein Rift-Ding. Machen wir auch mal wieder. Heile. Sehr nah an dem anderen dran, ne? Irgendwie. Ist erstaunlich. So, hier kann man wahrscheinlich rasten. Ja, Make Camp, das ist gut. Hier gucken wir mal eben rein. Nicht, dass da eben böse Überraschung auf uns wartet. Wäre auch schöner, hier drin zu schlafen. Oh, 1500 Gold. Ja, das nehmen wir doch. Und eine Kiste. Ah, Napped Leather Boots. Moment, da gucken wir eben rein. Items. Und dann gehen wir hier auf die Buchsen. Oder... So, die sind nämlich besser.
Leider kann ich da nicht sehen, wie viel die wiegen. Doch 1,5 gehört zu 1,3. Dann nehmen wir trotzdem. So, wenn ich jetzt Kilvathia, was hat die? Workers Greaves. 90, 34. Beide sind die ja besser hier. Nein. Ah. Give zu Kilvathia. Und Kilvathia, das ist alles so unpraktisch. Naja, egal. Also allein schon das Rechtsklick zurückgehen ist, da merkt man halt, dass es irgendwie auch für die Konsolen gemacht wurde, die irgendwie dann keinen Rechtsklick kennen oder so. Vielleicht bin ich auch einfach ignorant. Aber ich würde so ein Menü, so ein Kontextmenü ist das ja, nennt man das, ja, immer auf Rechtsklick machen. Das kennt man doch aus Windows so, ne, als PC-Spieler, nicht auf Linksklick. Aber gut, was soll's. So, wir machen Camp hier. Es ist dunkel, es passt ja ganz genau, sehr schön. Make Camp. Modest Camping Kit, ja, was anderes haben wir nicht, ja. So, dann braten wir auch gleich ein Fleisch, weil das hat uns ja direkt ein Update gegeben oder ein Upgrade gegeben für den Tag, ne? Guck, nein. Guck. Scrag of Beast. Ja. Hab zwar eigentlich gedacht, dass ich mehr als ein Stück hätte, aber vielleicht ist das auch schon schlecht gewesen, das Zeug. Rotten. Wieder diese merkwürdig realistische Fleischansicht, was so überhaupt nicht zum Spiel passt irgendwie, wie so aus so einer Kochsendung irgendwie. Aber gut. Ja, genau. Some rest. Achso, man kann equippen, aber man konnte es ja nicht sich trainieren, klar. Ja, logisch. Okay. Ja, rest till morning dann, ne? Let's recuperate our strength before we set off again. So. Das ging gut. Mit Blick auf die Uhr würde ich allerdings sagen, wir machen hier einen Cut und machen uns in der nächsten Folge dann auf nach Vermont. Mal kurz auf die Karte linsen. Moment, da bin ich hergekommen, da wird es weitergehen. Da gibt es anscheinend eine Höhle, die werden wir uns dann morgen wohl auch angucken. Oder was heißt morgen, aber in der nächsten Folge. Was ich eigentlich gucken wollte, war aber diese Karte hier. Ja, wir sind nicht weit gekommen, aber es gibt halt auch viel zu tun, was willst du machen? Hier ist schon auch irgendwas Interessantes, hier ist was Interessantes. Naja, wir gucken mal einfach so weiter. Gut, ich hoffe, es hat Spaß gemacht, euch das Zusehen Spaß gemacht. Mir hat das Spielen auf jeden Fall Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr seid bei der nächsten Folge wieder mit dabei. Und dann verabschiede ich mich auch mit einem Gruß, euer 80.